schauen, denn das Ganze ist ein wichtiges Thema. Fachkräftedialog im Bereich MINT. Da haben wir vielleicht auch Chancen im Thema Bildung und die Kombination aus beiden. Ich bin mir sicher, es wird eine aufschlussreiche, spannende Veranstaltung und übergebe damit mehr oder weniger, denn du hast es ja schon das Mikrofon an Dr. Isabel Lisberg-Haag. Moin! Vielen Dank. Ja. Und ich bitte auch gleich meine Mitdiskutierenden mit mir auf die Bühne, denn wir setzen uns jetzt einfach schon mal hin und ich stelle sie euch vor, wenn sie bei mir sind. Ich setze mich mal hier hin. Ich freue mich, wenn Sie nach der Mittagspause auch Interesse und Zeit und Interesse für unser Thema heute habt. Wir werden diskutieren über Klassismus, also über die sogenannte soziale Herkunft. Wir reden gleich auch mal über Begriffe. Welche Begriffe benutzen wir eigentlich für diese Menschen? Ich habe heute schon bildungsfern gehört. Bildungsfern sind diese Menschen nicht. Sie sind nicht bildungsfern. Sie haben vielleicht andere Bildung, aber diese Bildung wird nicht anerkannt. Ich präferiere die Bezeichnung chancenarm, also Menschen, die aus Familien kommen, die aus den unterschiedlichsten Gründen weniger Chancen haben als andere, aber das können wir gleich diskutieren. Ich bin Diversity-Trainerin und Speakerin und Podcasterin, die zum Thema soziale Herkunft und Bildungserfolg seit langem, seit 10 Jahren arbeitet. Und jetzt freue ich mich auf ein sehr diverses, sehr, sehr interessantes Podium und ich stelle euch meine Gesprächspartnerin in alphabetischer Reihenfolge vor. Und es gibt ja eine Studie, den Link findet ihr in eurer Programmübersicht, eine spannende Studie zu unserem Thema. Und zwar heißt diese Studie Mehr Diversität in der MINT-Bildung, Chancenungleichheit aufgrund sozialer Herkunft, Ursachen und Lösungsansätze. Ihr findet diesen Link und wir nehmen diese Studie auch ein bisschen zum Anlass und werden uns darauf beziehen. Und in dieser Studie gibt es einen Hinweis, den ich jetzt gleich aufnehmen möchte. Anstatt immer von Defiziten zu sprechen, sprechen wir von Potenzialen. Das ist eine Handlungsempfehlung und deshalb möchte ich mit dieser Handlungsempfehlung beginnen, unser Podium. Gleich neben mir sitzt nämlich Melanie Baxter. Sie ist verantwortlich bei BNP Paribas für die Arbeitgebermarke. Kommen wir nachher nochmal dazu, was das bedeutet für Deutschland und Österreich. Und deshalb frage ich, welche Potenziale und welche Stärken bringen denn junge Menschen aus chancenarmen Familien mit? Ja, sehr gerne. Ich wähle was, damit auch noch was übrig bleibt, was ich auch aus meinem beruflichen und privaten Umfeld kenne. Und zwar ist es Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft, weil sie einfach mit anderen Herausforderungen in ihrem Leben konfrontiert waren und da einfach Durchhaltevermögen zeigen. Ja, vielen Dank. Daneben sitzt Wolf Dermann. Jetzt gibt's eine, ja. Daneben sitzt Wolf Dermann. Er hat 2008 mitgegründet die bundesweite Plattform arbeiterkind.de, diese Initiative. Er hat mir geschrieben, er hat selbst MINT studiert ein paar Semester und ist dann in die Kommunikationswissenschaft gegangen. Das heißt, er verbindet verschiedene Bereiche. Er ist jetzt stellvertretender Geschäftsführer von arbeiterkind.de und mittlerweile sind es, wenn ich richtig gelesen habe, 6.000 ehrenamtliche Menschen in ganz Deutschland in 80 lokalen Gruppen, die ermutigen, die empowern. Was ist deine Antwort? Welche Stärken, Potenziale bringen Menschen aus chancenarmen Familien mit? Bin ich zu hören? Ja, was ich sehr häufig mitbekomme, ist einfach bei vielen so eine gewisse Hartnäckigkeit, also da das, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, auch wirklich verfolgen zu wollen. Aber es ist nicht immer einfach und deswegen kommt dazu halt als zweite Stärke, glaube ich, auch noch so eine Innovationsfähigkeit, wenn wir jetzt in Potenzialen denken, dass die halt dann Wege finden müssen, über die es für sie funktioniert und dadurch werden die ein bisschen cleverer und finden Wege und finden neue Wege. Und das ist auch ganz toll, finde ich. Danke. Daneben sitzt Sebastian Goldhorn von Joblinge. Sebastian unterstützt seit über 10 Jahren junge Menschen bei der Berufsfindung. Und zwar junge Menschen, die es eben auch nicht so einfach haben wie andere. Er hat mir nochmal geschrieben, er brennt für MentorInnen-Programme, weil diese Programme sozusagen die Begegnung mit einer anderen Welt ermöglichen. Wir reden nachher über das Projekt Tech Teens in Leipzig, vielleicht einfach auch noch von dir die Antwort, was fällt dir an Stärken und Potenzialen ein? Ich habe darüber persönlich sehr lange nachgedacht und ich glaube, eines, was auch meine persönliche Überzeugung ist, die gleichen wie alle anderen auch. Also auch dazu sagen, nicht zu selektieren, sondern wirklich den Menschen zu sehen mit seiner Blüte. Ja. Es gibt eigentlich, haben sie alle Potenziale in sich, die sie brauchen. Mhm. Danke. Daneben sitzt Silke Heinrichs. Sie ist seit vielen Jahren in verschiedenen Unternehmen mit dem Themenfeld Diversity und Inclusion tätig und zurzeit ist sie bei Roche Diagnostics GmbH, ist ihr Titel Global Diversity and Inclusion Partner weltweit, also durch das Global, aber sie hat auch schon in anderen Unternehmen in diesem Feld gearbeitet, hat also eine reiche Erfahrung und auch hier, was fällt dir ein an Potenzialen, Stärken, was auch immer? Ja, ich glaube, man könnte da jetzt das gesamte Buzzword-Bingo spielen für die VUCA-Welt, ne? Mhm. So mit Resilienz und Co. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass einige von uns auf die Welt gekommen sind mit Rückenwind. Ne? Mhm. Und jetzt stellt man sich vor, wir radeln auf dem Deich und die einen haben Rückenwind und die anderen haben Gegenwind. Ja? Und diesen Gegenwind zu überwinden, ja, das ist doch wirklich eine Hartnäckigkeit, eine Anpassungsfähigkeit. Und ich glaube, das sind genau die Qualitäten, die man braucht, um in der VUCA-Welt zu bestehen. Insofern das, was wir eigentlich suchen. Ja, kommen gleich dazu, warum das manchmal nicht erkannt wird. Axel Plünnecke sitzt daneben. Er leitet beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ein Cluster, das sich beschäftigt mit Bildung, Innovation und Migration, mit diesen Themen. Und seine Schwerpunkte sind Bildungsökonomie, Familienökonomie, MINT-Arbeitskräfte. Fällt dir auch noch etwas ein, neben diesen schon genannten Stärken? Ja, es fällt mir schwer am Ende, weil ich das Ähnliche sagen wollte wie Silke Heinrichs. Nur nicht so schön, von daher, ja, so sich durchbeißen zu können. Natürlich ist das, sonst sind, glaube ich, die Menschen so unterschiedlich alle, je nachdem, wo sie herkommen und das überlagert sich. Aber dieser Durchsetzungswille, sich durchbeißen zu können, ich glaube schon, dass das was Besonderes ist, was an Potenzial mitgebracht wird. Ja. Und weil es jetzt gar nicht genannt wurde, möchte ich gerne noch die anderen Perspektiven mit einbringen, also die gerade für uns als Unternehmen total wichtig sind. Sie haben was anderes erlebt, ja, und eröffnen dadurch die vielfältigen Perspektiven und unterstützen Vielfalt. Und auch um Missverständnissen vorzubeugen, wir sagen nicht, dass alle Menschen da das Gleiche ausbilden, aber wir wollen ja von Potenzialen reden, die häufig nicht gesehen werden, aus irgendwelchen Gründen, dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne mit den Zahlen anfangen und deshalb zu dir vom Institut der deutschen Wirtschaft. Bei MINT sprechen wir ja immer von zwei Dingen, um das nochmal klar zu machen, von MINT-AkademikerInnen und von FacharbeiterInnen. Wir haben ja zwei Ausbildungsstränge, die wir heute auch nochmal besprechen wollen. Und ich habe nur eine Zahl mitgebracht zu den Studierenden. Also 2023 ging die Zahl der MINT-Studienanfängerinnen um 6,5% im Vergleich zu 2021 zurück. Also das ist der Vergleichsparameter, den ich gefunden habe. Und gleichzeitig ist letztes Jahr von euch erschienen eine Studie, wo ihr schreibt, MINT gewinnt. Es gibt höhere Löhne in MINT-Berufen, es gibt interessante Perspektiven. Wie passt das jetzt zusammen? Also die Vorteile liegen auf der Hand, aber es fehlen gleichzeitig die Fachkräfte. Was ist passiert? Ja, da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe, warum die Fachkräftelücke weiter zunimmt, obwohl die Arbeitsmarktperspektiven sehr gut sind, die Vergütung sehr gut ist, die überhaupt die Aufstiegsmöglichkeiten auch sehr gut sind. Ein Punkt, den wir natürlich sehen müssen, ist, dass im schulischen Bildungssystem, was wir bei PISA ja messen, die Kompetenzen Mathematik, Naturwissenschaften von 2000 bis 2012 gestiegen sind, seitdem wieder ein Stück rückläufig sind. Und wir sehen dann zeitversetzt auch, dass der Anteil von jungen Menschen, die sich für MINT entscheiden, für Studium oder Ausbildung, auch zunächst gestiegen ist, bis 2015 etwa, und seitdem wieder leicht bröckelt. Und die geburtenstarken Jahrgänge gehen natürlich in den Ruhestand vermehrt, gerade in Ausbildungsberufen. Und es kommen geburtenschwächere Jahrgänge nach. Und es ist uns zum Glück gelungen, im hohen Maße Zuwanderer in den MINT-Berufen zu gewinnen, die nach Deutschland kommen, die hier arbeiten, die hier beschäftigt sind. Wenn das nicht gelungen wäre, wären die Lücken heute noch deutlich größer, eher doppelt so groß wie jetzt. Und von daher ist das ein großes Thema. Und MINT ist ein tolles Aufstiegsfach, wo es gerade in Richtung Studium auch noch stärker Personen schaffen, aus nicht akademischem Hintergrund dort Fuß zu fassen. Auch Migranten es besser schaffen, auch unter den Geflüchteten Haben wir bessere Beschäftigungsergebnisse in den MINT-Berufen als in anderen Facharbeiterberufen? Ja. Von daher ist das Potenzial groß und ich bin auch gespannt in der Runde, was wir noch besprechen, wie wir das noch besser heben können, das Potenzial. Ja. Aber Blick nach vorne, Sorge macht schon, dass wir durch die Schulunterbrechungen auch wissen, aus der letzten IQB-Studie der Viertklässler, dass gerade in Mathematik auch die Kompetenzen dort gesunken sind und auch gerade unter den Kindern, die es nicht so leicht haben vom häuslichen Umfeld. Und das heißt, dass das Potenzial von denen, die man über den Bildungsaufstieg in MINT-Berufe gewinnen kann, nochmal besonders belastet wurde in Corona. Ja. Das heißt, wir müssen da noch viel gezielter jetzt helfen, unterstützen, Lernlücken schließen, auch Mut machen, stärken die jungen Menschen, dass sie sich für diese Berufe interessieren, um gerade unsere interessanten Potenziale besser heben zu können. Ich habe eine Frage, noch eine kurze Nachfrage. Du hattest das jetzt gerade selbst gesagt. MINT-Fächer gelten als sogenannte Aufstiegsfächer. Sie versprechen ein konkretes Berufsbild. Gibt es Zahlen dazu? Habt ihr Zahlen dazu? So wie viele Menschen aus, ich sage nochmal den Begriff, aus chancenarmen Milieus, Familien in den MINT-Bereich gehen? Ja, es ist schwer, wie man das denn quantifiziert und genau statistisch abgrenzt, ja. Chancenarm. Man kann schon gucken, wie viel Prozent der Personen, die in akademischen MINT-Beruf arbeiten, hatten keine Eltern, die studiert haben. Ja. Und der Anteil ist höher als in anderen Fachrichtungen. Ja. Das kann man schon festhalten. Gerade Medizin und Jura, da ist der Anteil relativ klein. Mhm. Weil natürlich die MINT-Fächer auch für Zuwanderer interessant sind. Warum eigentlich? Was man im Ausland lernt an naturwissenschaftlichen Gesetzen oder an Programmiersprachen, die gelten halt weltweit. Und deshalb sind sie einfacher mitzunehmen als Kompetenz und anzuwenden, als wenn ich jetzt eine bestimmte andere Sprache kann oder Recht in einem Staat irgendwo. Im Rest der Welt ist es schwierig, das zu übertragen. Von daher ist MINT auch nicht, was die Sprachkompetenz angeht, so entscheidend wichtig, dass man sehr gut Deutsch spricht, wie das vielleicht in rechtlichen Berufen ist, wo es halt auch sehr fein auf kleinste Unterschiede ankommt. Da ist es bei MINT einfach das Verständnis von Technik und das ist einfacher auch in andere Länder zu transportieren. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal, vielen Dank erstmal so für die erste Einordnung, nochmal kommen zu diesen Kindern, zu diesen jungen Leuten, die als Erste aus ihrer Familie entweder ein Studium angehen oder einen anderen Weg nehmen, sagen wir jetzt erstmal so. Und wir reden immer davon, Benachteiligung, schwer, Gegenwind war ein schönes Bild, was eben aufgemacht wurde. Ich würde es gerne ein bisschen konkretisieren. Wir haben ja in Deutschland immer noch dieses Ideal, wer es nur genug versucht, der schafft es auch. So dieses, alles ist möglich und das hat die Gefahr, wenn man es eben nicht schafft, ist man selbst schuld. Das ist immer die Gefahr dieses Bildes und deshalb würde ich gerne nochmal, weil ihr bei Arbeiterkind schon so lange diese Arbeit macht und viele, viele Menschen kennt, welche Hürden gibt es denn? Lass uns das mal konkret machen. Was sind diese Hürden für Kinder? Ich nehme jetzt mal ein ganz stereotypes Beispiel, wo die Eltern vielleicht gar keinen gelernten Beruf haben, ganz einfachen Beruf und diese Person möchte etwas anderes machen. Wir würden ja sagen, es gibt keine Schulgebühren, es gibt keine Studiengebühren, ist doch alles prima bei uns. Was sind die Hürden? Also es fängt halt auf den ganzen Schulweg an, dann ist es, wenn wir ganz früh sind, dann ist die Frage, wann werden halt diese Kinder dann halt irgendwie, kriegen die auch mal Unterstützung, Betreuung. Wir haben ein Schulsystem, was auch also in allen Fächern darauf basiert, aber auch zum Beispiel in Mathematik darauf basiert, dass die Eltern mitmachen sollen, also mit den Kindern zu Hause bei den Hausaufgaben ist so die Idealvorstellung immer noch bei vielen Lehrern. Und wir hatten auch mal, vor 10 Jahren gab es mal eine Studie, dass halt auch die, also mit türkischstämmigen Deutschen, wo dann gesehen wurde, die sind viel sogar noch eher bereit, ihren Kindern in der Schule zu helfen. Aber da ist dann halt, auch wenn sie dann gerade nicht studiert haben, nicht so hochgebildet sind, ist halt viel schneller zu Ende, dass sie helfen können. Ja. Und ein System, das darauf basiert, wir dürfen die Eltern nicht aus der Verantwortung lassen, wie das bei Politikern dann so schön heißt, heißt halt, wir dürfen nicht aufhören, die Abhängigkeit von den Eltern im System drin zu haben. Also da haben wir schon mal richtige Hürden. Dann gibt es aber auch nochmal Dinge, die halt jetzt nicht ganz objektivierbar sind, sondern Erzählungen zu Hause. Das heißt, Eltern empfehlen oder reden halt beim Abendessen, wenn sie da überhaupt reden, dann von ihrem eigenen Bildungsweg. Mhm. Und dann fallen mal solche Sätze, ja, wie das dann halt ist, das wirst du dann selber erfahren, wenn du mal studierst im Akademikerhaushalt und im Nicht-Akademikerhaushalt, wie das dann ist, das wirst du erfahren, wenn du selber eine Lehre machst. Mhm. Und dann kommen unterschwellig halt diese Bildungswegsvorstellungen der Eltern halt rein. Und deswegen haben wir die Situation so, dass etwa 3/4 aller Kinder den Bildungsweg der Eltern gehen. Genau. Genau. Ja. Nochmal so eine Frage, was du eben auch sagtest. Es gibt ja auch Statistiken, dass ein junger Mensch aus einem nicht-akademischen Elternhaus mit einem Superabitur häufiger noch eine Ausbildung macht, sagt, geh mal in die Bank und so, als ein akademisch geprägtes Kind mit einem mittleren Abitur, weil die Eltern sagen, fang mal an, wir können dann schon helfen und wenn nicht, kriegst du auch, kannst du auch nochmal wechseln und so. Also diese Ermutigung und auch die Kenntnis des Systems auch, die Kenntnis des Systems. Ich würde ganz kurz noch einmal nachhaken, ja, die Rolle von Lehrer und Lehrerinnen. Du hattest gesagt, das wird ja sehr stark mit den Eltern in Zusammenhang gebracht. Es gibt ja auch Empfehlungen immer am Ende der Grundschule. Da könnte man ja meinen, okay, wir gucken an, welche Noten hat das Kind und sehen wir Potenzial. Wie wird denn Potenzial definiert? Gibt es da eigentlich sowas? Ja, es gibt tatsächlich in der Erziehungswissenschaft, das habe ich da auch mit Erziehungswissenschaftlern auch gesprochen, die das machen. Es gibt Potenzialprognosen. Mhm. Und da sagen einem die Erziehungswissenschaftler, die das machen, die kriegen wir so mit Ach und Krach valide hin, wenn wir das Kind unter Laborbedingungen vor uns haben. Also ein Kind alleine unter Laborbedingungen, also Testbedingungen, nichts drumherum. Und dann kriegen wir so eine Potenzialprognose, die dann auch in der Zukunft zutrifft. Was unser System macht, ist, wir setzen einen Lehrer vor eine Klasse mit 24 Schülern, das ist schon eine gute Situation. Ja. Und dann sagen wir, schaut mal denen ins Gesicht und sagt dann mal, welche Potenziale haben sie. Und das geht dann halt in die Hose. Wir haben vor 10 Jahren in Baden-Württemberg sind schon die Mehrheit aller Hochschulzugangsberechtigungen nicht mehr vom Gymnasium vergeben worden, weil das System Kinder, die halt absolut gymnasial, also fähig sind, eine Hochschulreife zu erreichen, nicht aufs Gymnasium setzt, wo sie eigentlich mit dieser Kompetenz gut hinpassen sollten. Ja, ja. Es gibt so einen Comic, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da stehen 2 Professoren nebeneinander, gezeichnet, und der eine sagt zum anderen, sag mir aber, was ist eigentlich Exzellenz? Kannst du mir das sagen? Und dann sagt der andere, muss ich nicht sagen, das erkenne ich, wenn ich sehe. Und das zeigt so ein bisschen auch was du gerade sagtest. Also wir haben ein Bild, wir haben das heute Morgen auch schon gehabt, da würde ich gleich auch gerne nochmal kommen, wir haben ein Bild von Menschen und wir haben natürlich ein Bild, was sofort einschnappt, wenn wir bestimmte Namen hören, haben wir heute auch Vornamen, oder wenn man sagt, können die Eltern wirklich helfen, das, was du sagtest. Das ist die Seite, wir kommen gleich nochmal zurück, ja, die Seite der Jugendlichen. Jetzt würde ich mal auf die Abnehmerseite wechseln, das sage ich jetzt mal so, wir haben hier 2 Unternehmensvertreterinnen, das sind ja Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, und wir wissen, der Markt ist heiß umkämpft, Fachkräfte werden noch knapper werden. Ihr habt das eben einer auch gesagt, die Generation der Babyboomer wird in großen Zahlen die Unternehmen verlassen, wer kommt nach, haben wir einfach genug. Also Arbeitgebermarke heißt das Stichwort. Ich fange mal mit dir an. Jedes Unternehmen, nehme ich mal an, hat ja ausgeklügelte Personalrekrutierungsmechanismen. Da gibt es HR-Abteilungen und Strategien und so weiter. Was müsst ihr anders machen, dass ihr vielleicht auch Menschen aus solchen Milieus stärker ansprecht? Oder sind die schon bei euch? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir jede Facette da heute schon abdecken. Deswegen befassen wir auch uns intensiv damit. Deswegen bin ich auch heute hier. Ja, wir sind Mitglied der Charta der Vielfalt und versuchen, alle diese Vielfaltsdimensionen irgendwie abzubilden. Soziale Herkunft ist insofern schwierig, weil es so schwierig zu greifen ist, was das eigentlich ist, wo finde ich diese Menschen, wie spreche ich sie an, wie wir das konkret machen. Wir versuchen es natürlich mit unserem ersten Touchpoint, das sind unsere Stellenanzeigen, da Hürden abzubauen, da nicht reinzuschreiben, dass ein erfolgreiches Hochschulstudium notwendig ist, da nicht reinzuschreiben, dass Deutschkenntnisse zwingend erforderlich sind. Also das ist so der erste Punkt, wo wir wirklich diese Hemmschwelle oder diese Hürden runtersetzen können. Da hake ich gleich ein. Dann habe ich da jetzt so einen älteren Mitarbeiter, der ist schon ganz lange bei Ihnen, 20 Jahre, und sagt, ja, jetzt wird auf einmal die Stellenanzeige verändert. Jetzt braucht man auf einmal nicht mehr das und das. Ja, ist das denn für den Job passend? Ja. Ich versuche einfach mal, ich komme auch gleich zu Ihnen, Frau Heinrichs, wieder, oder wie du damit umgehst. Das sind doch, also ich wollte nur gleich einhaken, Stellenanzeigen verändern ist das eine, aber es muss ja auch sozusagen auf der Seite jemand sitzen, der das auch trägt, oder? Mhm. Und es ist tatsächlich gut, wenn jemand sowas fragt. Ich finde, dann kann man es diskutieren und dann kann man sich über seine Kultur Gedanken machen. Und die meisten verstehen das dann auch. Also zum einen, sage ich jetzt mal, Führungskräfte, die jemanden einstellen wollen, die sehen, dass der Arbeitsmarkt einfach sehr knapp ist und dass man hier offener sich zeigen muss. Und dann ist es bei uns Kultur, die von ganz oben vorgelebt wird, wo wir sagen, wir möchten das, wir möchten für alle Zielgruppen offen sein und ein Arbeitgeber sein, in dem sich alle wohlfühlen, und das ist die strategische Richtung, die wir einschlagen, und so ist es jetzt. Ja, ja, das ist ja der Vorteil gegenüber Hochschulen, da kann nämlich die Hochschulleitung sagen, bis hier grün wird, das machen die Leute dort zum Anlass. Im Unternehmen hat man eine gewisse Regelungsmöglichkeit. Ich komme zu dir, es heißt so schön mal Kultur, ne? Wir wollen eine Kultur, wo sich alle willkommen fühlen. Das ist ja so eine ganz gute politische Aussage. Ich möchte es ein bisschen konkreter haben. Was heißt das, wenn also Menschen sich bewerben? Also wir haben schon gehört, Stellenanzeigen können ausschließen, die müssen eventuell anders formuliert werden. Dann muss man die Belegschaft mitnehmen, weil ich musste vielleicht vor 10 Jahren noch ein Studium vorweisen. Was mache ich jetzt mit der Person, die es nicht muss? Wie geht das? Ein paar konkrete Schritte. Wie wird so eine Kultur erstmal erschaffen? Also ich denke, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass es tatsächlich vorgelebt wird von den wichtigsten Entscheidern und dass tatsächlich da eine Glaubwürdigkeit dahinter steht und nicht irgendwie, ne, diese schöne Marketingveranstaltung, wo da nichts dahinter steht. Und ich glaube, da sind wir bei Roche wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Also man merkt immer, wie viel Zeit sich unsere Top-Führungskräfte nehmen, um über das Thema zu sprechen. Und Zeit ist für die ja wirklich maximal knapp. Ne? Ja. Und dann wird einfach erwartet, dass man aus seiner Komfortzone herausgeht. Also so ein Line-Manager, ein Mittelmanager, der auf einmal sich nicht auf das Diplom berufen kann oder den Master und sagen kann, alles richtig gemacht. Ich habe da den Kandidaten von der TU Darmstadt, whatever, ja, eingestellt. Ne? Hier schön, Zertifikat, schwarz auf weiß. Ne, safe. Und jetzt soll ich da irgendwie Erfahrungswissen, ne, und gucken, ob da die Kompetenzen vorhanden sind und nicht einfach nur so eine Urkunde, ja. Das ist unbequem, das ist nicht so einfach. Ja? Und da muss man sich eben auf eine Reise begeben und das muss glaubwürdig unterstützt werden, dass es auch okay ist, dass man da niemanden genommen hat, der diese Qualifikation hat, ja? Diese formale Qualifikation. Und das muss ein stimmiges Gesamtbild sein. Und ich glaube, dass da Unternehmen natürlich unterschiedlich unterwegs sind, aber Roche ist schon sehr normativ auch motiviert. Ja? Es geht um Patienten, es geht um Zugang zu Gesundheitsversorgung, und dann ist so ein Teil der Motivation auch, wir können doch nicht Leute ausschließen. Ja? Wenn die fähig sind, dann sollen die reinkommen und uns mit den Innovationen helfen. Noch eine kurze Nachfrage, vielleicht an beide Unternehmensvertreterinnen, und dann komme ich gleich zu dir. Das hört sich jetzt erstmal so gut an. Das heißt, wir dürfen diese Potenziale nicht außen vor lassen. Diese Menschen haben Potenziale. Wie muss ich mir das vorstellen im Bewerbungsgespräch? Da gibt es ja auch standardisierte Verfahren in jedem Unternehmen, damit man auch vergleichen kann und so. Laufen die Gespräche anders ab oder gibt es andere Fragen? Also damit wir es uns vorstellen können. Vielleicht du und dann nur noch, wenn du magst. Ja, also Hire for Potential und kompetenzbasierte Auswahlverfahren. Und dann muss auch wirklich jeder Mensch, der Leute einstellt, ein ziemlich langwieriges Qualifizierungsprogramm durchlaufen. Ja, das heißt License to Hire, ne? Nicht License to Kill, sondern License to Hire. Ja, ja. Ohne, dass man da etliche Anti-Bias-Trainings mitgemacht hat und weiß, was es bedeutet, die richtigen Fragen zu stellen, sollte man nicht oder wird man nicht rekrutieren. Insofern ist das tatsächlich nicht nur vorgelebt vom Herzen, sondern eben auch in die Prozesse eingebettet. Ja. Und das ist sehr wichtig, damit es einfach so mitläuft und nicht so ein Ding immer obendrauf. Ach ja, und jetzt haben wir ja vergessen, da brauchen wir ja noch einen Quoten irgendwas. Ne? Genau, ja. Es muss in die Prozesse eingebettet sein. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung und dann. Also das kann ich nur unterschreiben. Ich finde, wichtiger als diese Schulungen Und diese Anti-Bias-Trainings sind auch der Kontakt, also zum Beispiel über Mentoring-Programme, wie wir mit den Joblingen haben oder mit dem Netzwerk Chancen. Mhm. Dann war ich mal als Hiring Manager direkt im Austausch mit jemandem und verstehe einen Lebenslauf. Warum hat der vielleicht eine Lücke, weil jemand Schwierigkeiten hatte? Warum war jemand nicht im Ausland? Warum hat jemand nicht an einer Elite-Uni studiert? Weil das einfach ein Background ist, den man dem Lebenslauf erstmal nicht ansieht. Mhm. Und dafür offen zu sein und diese Perspektive zu haben, das erlebt zu haben, ist auch nochmal ganz wichtig für Menschen, die Einstellungsentscheidungen treffen. Ja, wir kommen gleich nochmal zu diesem Bias oder Anti-Bias, das würde ich gerne gleich nochmal ausformulieren. Was ist das eigentlich, was macht man? Aber ich würde gerne zu dir kommen, weil du ja sozusagen die Brücke bist zwischen jungen Menschen, die sozusagen nicht von ihren Eltern beste Bedingungen bekommen, und den Unternehmen. Vielleicht erklärst du erstmal, ich weiß nicht, ob viele von Ihnen das kennen, was macht ihr genau bei Joblinge, damit wir eine Vorstellung haben? Okay, ganz kurz, wir sind quasi ein Programm für junge Menschen, die eine Ausbildung wollen, und messen auch unseren Erfolg am Ende sozusagen. Schafft es der junge Mensch, die junge Frau in eine Ausbildung, und schafft er oder sie es auch durch eine Ausbildung als quasi Basis, Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben. Und da haben wir oft mit Jugendlichen aus verschiedensten sozialen Hintergründen zu tun, kennen natürlich auch verschiedene Problemlagen und Potenziallagen. Mhm. Und das Programm geht ungefähr bis zu 6 Monate. Ein Bestandteil ist sozusagen so eine erste Gruppenschulung, 6 Wochen lang. Und dann geht es eigentlich schon darum, dass die Jugendliche sich den Ausbildungsplatz selber erarbeiten kann. Mhm. Mit Praktika, mit Reingucken. Dabei werden sie von uns begleitet. Und uns ist halt wichtig, dass wirklich am Ende auch diese Möglichkeit besteht, dass die Jugendliche sich das eigen aufgebaut hat. Ja. Also das ist, glaube ich, auch Kern dieses Programms. Nicht wir sind diejenigen, die dem Jugendlichen helfen, sondern im Endeffekt die Jugendliche hilft sich selbst. Aber welche Punkte werden gesetzt, welche Impulse? Weil wenn ich erstmal ratlos bin oder ich bin wirklich auch verzweifelt oder meine Eltern sagen auch, ich weiß es wirklich nicht, ich kann dir da nicht helfen, bedarf es wahrscheinlich mancher Impulse, vielleicht nur 1, 2 Beispiele auch. Wie geht das? Das hängt wirklich von der Jugendlichen ab. Zum Beispiel, okay, ich hab jetzt noch keine Ahnung, wie ich ein Bewerbungsschreiben schreibe. Ich habe das in der Schule nicht gelernt. Mhm. Und ich habe damit keine Berührungspunkte. Wie soll ich so schreiben, dass ihr das versteht im Unternehmen? Mhm. Und was sind überhaupt meine Stärken? Also einfach diese ganz grundständigen, was wir eigentlich so innerlich erwarten von einem Bewerbungsschreiben, das überhaupt ist eine enorme akademische Leistung eigentlich. Mhm. Sowas schon mal runterzuschreiben, was ein ganz anderes Stärkenprofil eigentlich benötigt, als vielleicht die Ausbildungsstelle, auf die der oder diejenige sich bewirbt. Ja. Das kann ein Punkt sein, dort dabei zu helfen. Das sind die kleinen Sachen. Mhm. Natürlich gibt es dann auch andere Sachen wie, ich habe keine Tagesstruktur beispielsweise, ich bin aus der Schule rausgeploppt, ich habe ein Jahr lang nicht genau gewusst, wo ich hin soll. Mich hat jetzt auch keiner so direkt gefragt, ob ich das nicht irgendwann mal entscheiden will. Mhm. Und jetzt merke ich, ich muss jetzt, aber meine Tagesstruktur ist abhanden gekommen. Ja. Das sind unterschiedlichste Sachen. Ja. Vieles kann man sozusagen, indem man sagt, wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel, da vorne ist es, und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt bei uns mitmachst, schaffst du das auch, und wir helfen dir dabei, kann man vieles da einfach in eine Richtung einfach pushen, unterstützen. Ja. Und dann kommen so die Punkte, wo man auch mit MentorInnen, Mentoren auch noch viel machen kann. Dann komme ich nochmal zum Thema MINT. Also wir haben ja jetzt, das ist ja auch unser großes Thema. Wir haben am Anfang gehört, MINT spricht einfach Menschen oft an, die aus nicht akademischen Milieus kommen oder aus anderen Ländern und so weiter. Es gibt ja trotzdem den Vorwurf, zu all diesen Dingen kommen sowieso wieder nur die, oder zu vielen außerschulischen Dingen kommen die, wo die Eltern sagen, mach mal oder das wird dir gut tun und so. Deshalb die Frage, wer kommt zu euch, zu Joblinge? Wie schafft ihr es wirklich an die Leute, an die jungen Menschen ranzukommen, die diesen Bedarf wirklich haben und nicht die etwas Motivierten, und die anderen bleiben dann doch wieder für sich? Wie schafft ihr das oder wie geht das? Auf verschiedene Wege. Einer der klassischen Wege ist die Zuteilung. Das heißt, wir arbeiten oft mit Kindern, Jugendlichen, die quasi nach der Schule SGB-II-Kunden sind die auch bei den Jobcentern angedockt sind per Zuweisung. Das ist ein Weg. Andererseits gehen wir auch auf die Jugendlichen zu. Also in Projekten wie Plan A gehen wir dann in Kaufhäuser und sprechen dort quasi mit Streetworkern zusammen, die Jugendlichen an, hast du Bock auf eine Ausbildung? Und wir helfen dir dabei und in 2 Wochen, 3 Wochen bereiten wir dich auf eine Unternehmensmesse vor, wo du dann um einen Ausbildungsplatz dich bewerben kannst. Also richtig aufsuchend. Auch solche Sachen gehören einfach mit dazu. Ich glaube, man muss sich schon anstrengen, um die Jugendlichen da auch ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Ich hatte in der Studie, einer der Studien, die ihr gemacht habt, hattet ihr als eine Empfehlung, da würde ich noch mal ganz kurz fragen, weil das vielleicht ganz passt, so Chancenbeauftragte, habe ich gelesen, wie heißt das? Ja, Chancenbeauftragte an Schulen stand in der Studie. Man könnte sich, das ist ja so ein bisschen was, ich würde das jetzt mal fragen, was für eine Qualifikation sollten solche Chancenbeauftragten haben? Dann kommen wir nämlich noch mal zu Bildern und so. Was sind das für Menschen, die ihr da überlegt habt? Ja, also der Hintergedanke war vielleicht, ich war Mitglied bei dem 9. Familienbericht, der erstellt wurde. Und da ging es darum, wie man Chancen für Kinder und Jugendliche verbessern kann. Über das Bildungssystem oder über außerschulische Angebote. Und da haben wir auch überlegt, wie erreichen wir eigentlich die, die wir fördern wollen? Ja. Und wie kriegen wir die? Und da muss man überlegen, wo gehen denn eigentlich alle Kinder hin? Oder wo erreicht man eben alle? Und das ist eben die Kita, fast alle, aber in den Schulen eben alle. Und deshalb wäre es gut, wenn man Schulen zu Familienzentren, auch gerade Grundschulen vielleicht, weiterentwickeln könnte, um da auch Eltern zu unterstützen, Angebote zu machen, zu informieren oder eben auch an den Schulen selbst Beauftragte zu haben, die dann genau schauen, was ist in einem Umfeld eigentlich an außerschulischem Angebot da, was gibt es an Unterstützungsmöglichkeiten, wer ist hier aktiv, mit wem kann man kooperieren, wie kann man die Person an die Schulen holen, wie kann man Kontakte zu den Eltern herstellen. Sozusagen jemand, der sich kümmert und so eine Infrastruktur pflegt und so ein Netzwerk aufbaut mit den außerschulischen Partnern, die dann sozusagen an die Schulen ranholt und Kontakte herstellt und informiert und eben Brücken baut. Ja. Und dann hätte man eine Verzahnung und da wären in den Schulen eben, wenn man da an den Schulen immer eine Stelle hätte, die sich um so ein Thema schwerpunktmäßig kümmern kann, dann könnte man eine Menge an Organisationen schaffen. Ja, und dann auch sozusagen für dieses Thema freigestellt und nicht mal ein bisschen nebenbei, was ja gerade jetzt auch in der Diskussion ist, welche Pflichten haben eigentlich Lehrer, Lehrerinnen, was können sie überhaupt noch leisten? Ne? Genau, man braucht multiprofessionelle Teams an Schulen. Wir werden eh nicht genug Lehrkräfte bekommen, um mit den jetzigen Aufgaben der Lehrer die Schule bestreiten zu können. Deshalb muss man versuchen, Lehrer von vielen Aufgaben ein Stück weit frei zu bekommen, dass sie sich auf den Unterricht und auf die Entwicklung der Schule konzentrieren können und andere Aufgaben eben stärker über anderes Personal auch dann an den Schulen umzusetzen. Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen und dann eben auch jemand, der sich um dieses Chancenthema ganz gezielt kümmert. Auch die ganzen Förderprogramme, die man jetzt braucht nach Corona auch, die dann umzusetzen, zu evaluieren und zu verbessern. Waren ja auch so die Empfehlungen, die neulich veröffentlicht wurden, zum Beispiel die Lehrer und Lehrerinnen zu entlasten. Ich würde noch mal zu euch kommen, weil Arbeiterkind arbeitet ja auch in Schulen. Ja. Ihr habt ja genau diese Ansprache und ihr geht ja in Klassen, wo wir erstmal alle haben. Erste Frage für alle, die nicht so genau wissen, geht ihr in alle Schulformen? Und zweitens, wie sind denn da die Erfahrungen der Ansprache? Denn da könnte man idealiter ja sagen, im Klassenraum sitzen alle, wir erreichen auch alle. Wie sind da so eure Erfahrungen? Genau, also wir gehen in Schulen, genau, weil wir da halt wirklich alle erreichen, die sich halt um das Thema Studium noch nie einen Gedanken gemacht hat und von alleine halt nie zu einer Veranstaltung gehen würden. Hier geht es ums Studium, ist es vielleicht auch was für dich? Und man glaubt halt irgendwie auf dem Gymnasium, da sind aber alle jetzt schon auf Studium gepolt, ist gar nicht so. Also selbst in wohlhabenden Bezirken, da ist mindestens ein Drittel, die kommen aus einem nicht akademischen Elternhaus und viele davon haben noch nie über das Studium wirklich ernsthaft nachgedacht und deswegen ist es wirklich eine tolle Sache, wenn wir da hingehen, aber wir gehen ab der 9. Klasse in alle Schulformen auch rein. Da geht es dann manchmal darum, warum sollte ich weiter auf die Schule gehen. Aber ich glaube, ich finde das toll, mit diesem Gedanken da dann halt jemanden an der Schule zu haben, der sich mit der Verbindung mit außerschulischen Bildungsprojekten verknüpft, weil ich plagiiere mal eine Expertin aus einer Runde beim Bundesbildungsministerium, die wir im letzten Jahr hatten, die einen arabischen Migrationshintergrund hat und deswegen genau herausgefunden hat, wie kriege ich halt Eltern von, also syrische geflüchtete Kinder dazu dann halt an außerschulischen Bildungsprogrammen teilzunehmen und das ist ja immer diese Frage, wie kriege ich die Eltern mit ans Boot und wie schaffe ich es, dass dann halt das Elternhaus keine Hürde ist und die hat einerseits gesagt, Lehrer als Autoritätspersonen funktionieren ganz, ganz toll. Wenn ich Lehrer habe, die als Autoritätspersonen an die Eltern rantreten und sagen, dieses Programm ist toll und gut für ihr Kind, dann nehmen die das auch wirklich wahr. Mhm. Und das andere ist Hürden abbauen, erstens natürlich kostenlos, und das andere ist aber auch mitdenken, dass Eltern halt solche Eltern, die Kinder nicht irgendwohin mit dem Auto schnell mal fahren können. Mhm. Und deswegen hat die gesagt, der ideale Zustand für ein außerschulisches Bildungsproblem ist mindestens Treffpunktschule. Mhm. Und wenn man dann Treffpunktschule und dann fahren wir euch im Zweifelsfall in der Gruppe irgendwo hin, irgendwo was machen, das können Eltern organisieren. Und ich glaube, das finde ich auch einen total tollen Kniff. Und dafür brauchen wir Schulen, die dann halt mit ihren Lehrern motivieren und die halt bereit sind, dann halt als Treffpunkt zu fungieren. Mhm. Vielleicht auch einen Rauchenraum am Nachmittag stellen. Also diese Netzwerke finde ich extrem wichtig. Es gibt ja auch von der Wirtschaftsschule Wirtschaft ein tolles Netzwerk, wo direkt institutionalisiert der Kontakt besteht dann zwischen Schule und Wirtschaft. Und noch ein anderer Punkt ist mir gerade aufgefallen. Das Thema Bildungsaufstieg ist natürlich wichtig. Arbeiterkind finde ich ganz toll, was ihr da macht. Richtung Studium. Wir müssen natürlich dabei aufpassen, dass wir nicht die Ausbildung dann indirekt abwerten dadurch, ne? Also das ist halt... Deswegen ist mir ganz wichtig, dass man auch den Weg Richtung Ausbildung in den Fokus hat. Wie können wir junge Menschen, die dann sonst ganz ohne Ausbildung bleiben, die gewinnen, um dann später in die Berufsausbildung zu gehen. Deswegen sozusagen so einen Bildungsaufstieg generell zu organisieren, den wir unbedingt auch dringend brauchen aufgrund der Fachkräfteentwicklung und der Demografie. Und da ist eben dieses Thema, wie können wir die jungen Menschen erreichen, da wo sie sind. Und deswegen ist der Kontakt ganz toll, wie ihr das macht, bei Arbeiterkind direkt an die Schule ran, um da dann vor Ort die Leute abzuholen. Ich würde ganz gern, es ist interessant, dass normalerweise kommt immer der Einwand, es sollen ja nicht alle studieren, sollen auch nicht alle, ne? Das ist klar, sondern dass die Ausbildung genauso wichtig ist und dass wir viele Fachkräfte brauchen. Aber das andersrum würde ja implizieren, dass jeder und jede immer das bleibt, was die Eltern gemacht haben, also sozusagen die Chancen öffnen oder einen Mut zusprechen. In NRW gibt es das Programm Talentscouts, da mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums stellen Hochschulen Sozialarbeiterinnen an, und diese Sozialarbeiterinnen gehen in Schulen, in alle Schulen, in Berufsschulen, und sprechen die Jugendlichen an. Die sagen aber nicht, willst du studieren, sondern fragen, was hast du denn für einen Plan oder was hast du für ein Talent oder was kannst du dir vorstellen? Also diese Ermutigung, es geht um die Ermutigung und die Perspektivenweitung. Und ich komme aber jetzt nochmal zu genau diesem Netzwerkgedanken, deshalb finde ich es so spannend. Ich würde ganz gern nochmal dich befragen, weil du hast eben nur so im Nebensatz gesagt, ihr arbeitet ja mit dem Netzwerk Chancen zusammen. Vielleicht magst du auch nochmal erklären, was das ist, weil das bestimmt nicht alle kennen, und was das bedeutet, wenn ein Unternehmen mit so einem Netzwerk zusammenarbeitet. Genau, also Netzwerk Chancen ist ein Netzwerk, das Kinder und Jugendliche bzw. junge Menschen aus chancenarmen Familien unterstützt. Und wir arbeiten mit dem Netzwerk Chancen als Unternehmen zusammen, indem es ist eigentlich ein Mentoring-Programm, aber wir sprechen gerne davon als Tandem, weil für unsere Mitarbeitenden ist es auch super wichtig. Man lernt da ganz viel durch die Perspektiven, durch die jungen Menschen. Genau, und da haben wir jährlich diese Tandem-Programme. Die laufen immer ein Jahr dann, genau, oder? Mhm. Es sind in diesem Jahr 21 Tandems, die sich zu allen möglichen Belangen austauschen. Also es bleibt jeweils dem Paar überlassen, über welche Themen sie sprechen. Das kann von Bundesliga und Fußball über Sprachkenntnisse, Bewerbungstrainings, familiäre Herausforderungen gehen, und da begleiten sich diese Paare einfach ein Jahr lang. Genau. Und aus welchen Ebenen, ich komme sofort zu euch, aus welchen Ebenen bei euch aus dem Unternehmen machen denn Menschen mit? Sind das jetzt auch wirklich Menschen, die etwas mehr Verantwortung tragen, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, das wäre ja wichtig, weil ihr beide habt gesagt, es muss vorgelebt werden, es muss auch top-down kommen. Also wer macht denn mit von BNP Paribas? Das ist tatsächlich bunt gemischt. Wir machen das jetzt seit 2 Jahren, und dadurch, dass wir ganz intensiv darüber kommunizieren, im Intranet, auf Veranstaltungen, wird auch immer mehr Interesse geweckt bei den Mitarbeitenden. Das ist bunt gemischt, Frauen, Männer. Ein Kollege aus dem Investmentbanking ist dabei, die wirklich krasse Arbeitszeiten haben, und trotzdem nimmt er sich die Zeit und macht da mit. Also das ist bunt, und das steckt auch an. Also wenn man darüber erzählt, dann kriegen immer mehr Mitarbeitende Lust, da auch mitzumachen. Okay. Machen die das in ihrer Arbeitszeit oder werden die freigestellt? Das ist ja mal ein wichtiges Thema, ne? Teilweise wird die Arbeitszeit angerechnet. Also wir haben so eine 1 Million Hours Campaign. Also BNP möchte weltweit 1 Million Arbeitsstunden in soziales Engagement investieren. Das Ziel haben wir auch letztes Jahr erreicht. Und ein Teil der Arbeitszeit fällt da rein und ein Teil ist dann freiwillig on top. Nur damit wir verstehen, was das bedeutet. Genau. Ich wollte eigentlich zu dem Thema noch ergänzen, dass es nicht so ganz trivial ist manchmal. Ich kriege wahnsinnig viele Angebote von irgendwelchen UK-basierten NGOs, die sagen, ja, wir machen da Reciprocal Mentoring mit Underprivileged Groups. Und dann sage ich, ja, wie definiert ihr die denn? Ja, das ist doch klar, Race, Ethnicity, bla bla bla. Ne? Die haben ihre Kategorien im angelsächsischen Raum. Ne? Und die können die ganz klar einladen nach Underprivileged. Und das funktioniert in Deutschland so nicht, aus bestimmten Gründen, die auch ihre Berechtigung haben. Ne? Aber das macht es manchmal dann auch leichter, da die Zugänge zu finden und die richtige Zielgruppe zu erreichen. Ja? Man will natürlich auch nicht bestimmte Leute in eine Schublade stecken und sagen, du darfst jetzt an diesem Mentoring-Programm teilnehmen. Also es ist nicht so schwarz-weiß, easy peasy, ne? Auch wenn es gut gemeint ist. Ja, das ist immer die, ja auch die Gefahr bei dieser Diversitätsarbeit. Einerseits versuchen wir, Menschen zu finden, die wir unterstützen oder wo wir Potenziale decken, und gleichzeitig tun wir sie natürlich damit in eine Schublade. Und da müssen wir eben aufpassen, wie stark ist das, wann kommen wir dazu, das Ideal, was ihr alle gesagt habt, dass alle Menschen ihre Potenziale haben und sie entfalten sollen. Aber leider ist es ja noch nicht so weit. Insofern muss man oft mit diesen Kategorien noch arbeiten. Ich würde gerne noch mal zu Joblinge kommen, noch mal zu MINT. Gibt es denn überhaupt Berufsvorstellungen, wenn ihr die jungen Leute fragt, und wir reden jetzt hier alle über MINT und jeder hat von euch, von Ihnen eine Vorstellung. Ich habe ganz vergessen zu fragen, mache ich gleich nochmal, welche MINT-Berufe gibt es eigentlich in diesen beiden Unternehmen, die hier auf dem Podium sitzen. Haben die Jugendlichen überhaupt Vorstellungen, was es für Berufe gibt? Neulich gab es gerade wieder eine Statistik, welche Berufe Frauen und Männer am häufigsten ergreifen. Ich habe es vergessen, irgendwie Mechatroniker war es, glaube ich, und bei den Frauen habe ich vergessen. Jedenfalls also alles ganz klassisch. Was gibt es denn, wenn du sagst, also es gibt ganz tolle Berufe, Informatik und so. Gibt es Bilder oder was für Bilder gibt es? Also wenn man jetzt mit dem MINT-Begriff kommt, wir haben sozusagen auch eine Woche, in der wir das thematisch ins Programm reinbauen und am Anfang auch die Frage stellen, was kennt ihr denn so für MINT-Berufe? Und dann erstmal erwarten, auch in leere Gesichter reinzugucken. Das ist tatsächlich so. Also das heißt, diese Begriffswelt, damit können die wenig anfangen. Wenn wir aber anfangen und sagen, okay, jetzt gehen wir mal raus und gucken, was ist jetzt oben drumherum für Unternehmen. Welche machen was mit Mathe? Welche machen was mit Informatik? Welche machen was mit Naturwissenschaften? Was sind Naturwissenschaften? Das ist natürlich auch, ne? Welche machen was mit Biologie, mit Pharmazie? Und man versucht es greifbar zu machen und sagt, okay, jetzt recherchieren wir mal quasi in Gruppen, die Unternehmensgruppe, was gibt es da für Ausbildungsberufe? Und dann wird es langsam greifbar. Und dann fängt bei den Jugendlichen auch diese Verknüpfung an, das kann ja was mit mir zu tun haben. Und es kann ja auch gar nicht schlecht sein. Und dann fangen wir meistens auch damit an, dass wir aufklären, welche Chancen sich gerade regional, das ist häufig bei unserer Zielgruppe so, das hat auch die Studie ergeben, dass die Möglichkeit, mobil zu sein, also quasi seinen Ausbildungsberuf hinterherzuziehen und dafür alle persönlichen Netze zu cutten, die man hat, die ist nicht sehr, sehr ausgeprägt. Das heißt, es ist wichtig, da regional anzufangen und zu sagen, was gibt es hier für Unternehmen? Sei es, wir fangen bei der Apotheke an oder wir gehen weiter. Wir haben dann, was weiß ich, Standorte, die sehr stark chemielastig sind, im positiven Sinne, oder andere, wo IT sehr stark nachgefragt ist, sodass die Jugendlichen merken, ah ja klar, hier gibt es tatsächlich Ausbildungsberufe, von denen habe ich noch nie was gehört, aber die könnten für mich vielleicht in Frage kommen. Und dann kann man diesen Weg Stück für Stück weiter, also immer an diesem Konkreten, dass sie also dieses Ranführen an dieses, ich habe überhaupt eine Vorstellung dafür und ich brauche es nicht MINT-Beruf nennen, ich kann es auch irgendwie nennen, Hauptsache es ist dein Weg im Endeffekt. Ein Punkt finde ich, das würde ich auch an die beiden Unternehmensvertreterinnen geben, ein Punkt hast du eben gesagt, den ich finde interessant. Wir haben ja so das Mantra, flexibel, agil und mal 3 Jahre hier und 4 Jahre da, alles bestens und so. Und dass Menschen aus bestimmten Milieus, nenne ich mir jetzt mal den Milieubegriff, entweder es nicht wollen, weil sie vielleicht Angst erstmal haben, weil sie es nicht kennen, aber zweitens darf man ja auch nicht sehen, das ist ja auch eine Geldfrage, wenn ich eine Wohnung in einer anderen Stadt, ne, und wenn es sogar noch im Münchner Umland sein sollte oder so, das kann ich gar nicht, was mache ich da, dann bleibe ich doch lieber hier. Wie ist es denn, wenn man zu Roche oder zu BNP Paribas zum Vorstellungsgespräch kommt, wenn es nicht online ist? Das schließen wir jetzt mal kurz aus, das macht ihr wahrscheinlich. Also ich gehe jetzt nochmal so. Also ihr wollt diesen Menschen sehen und der kommt oder die kommt von weit her. Gibt es eine aktive Ansprache? Weil ich kenne auch Leute, die sagen, ich kann mir es nicht leisten, im Zug dahin zu fahren. Das könnte ja schon so eine Hürde sein. Ist das bei euch schon mal vorgekommen oder habt ihr darüber schon mal gesprochen? Also seit Corona haben wir tatsächlich keine Interviews mehr vor Ort. Ah, okay. Das findet alles online statt. Mhm. Und dann ersetzen wir natürlich die Kosten. Also vorher, wenn jemand angereist ist, haben wir die ersetzt. Okay. Ja. Ich habe noch nie gehört, dass es so ein Interview keine Kostenerstattung gibt, wenn es face-to-face stattfindet. Okay. Ich kenne einige kleinere, die sagen, nee, das muss schon so ein Invest sein. Also das sind dann vielleicht auch eure größeren Unternehmen. Wir kennen viele Rückmeldungen, dass Unternehmen das voraussetzen, stillschweigend, dass man anreist, weil es ja eine Chance ist. Okay, dann ist es vielleicht in dieser Liga was anderes und durch Online ist es ja ohnehin noch mal was. Ich würde ganz gern noch mal zu kommen, was wir heute Morgen auch hatten. Wir haben ja oft auch das sogenannte Intersektionale, das heißt, in den Menschen kreuzen sich verschiedene Kategorien und auch damit verschiedene Nachteilsmöglichkeiten, sagen wir das mal so. Also wir hatten heute Morgen das Beispiel, dass eine Frau mit Zuwanderungsgeschichte und eine Frau ohne schon mal ein Unterschied ist, klar, dann hat sie was für einen Abschluss, hat sie Sprachkenntnisse, dass sich also ja diese Merkmale multiplizieren können, diese Dinge. Wie, auch das ist ja Diversitätsarbeit, wollte ich noch mal fragen, wie geht ihr sie, wie geht das Unternehmen, wie geht ihr auch, und auch bei Arbeiterkind fällt mir ein, würde ich auch gerne nochmal wissen, wie geht ihr mit diesen doch komplexeren Themen? Vielleicht magst du anfangen. Also ich glaube, das Gute ist, wenn Leute benachteiligungssensibel, also in so einem benachteiligungssensiblen Gedankengang drin sind, dann sind sie sehr, sehr schnell halt auch dabei halt viel, auch die weiteren Dimensionen halt mit zu berücksichtigen. Ich glaube, da man muss halt manchmal nochmal drüber reden, nochmal bestärken, also so Hinweis, ja, Kinder mit einer Migrationsgeschichte, aus einem nicht-akademischen Elternhaus, da ist zwar das Elternhaus etwas bestimmender, wie wir aus den Zahlen wissen, für den Bildungsweg als die Migrationsgeschichte, aber es kommt nochmal diese Benachteiligung aufgrund der Migrationsgeschichte obendrauf und so etwas, und dann weiß man das und dann hat man das so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich glaube, das ist dann, wenn wir Menschen auf ein, zwei Merkmale schon sensibilisieren, dann fangen sie an, die anderen Merkmale auch gleich mitzudenken. Und dann müssen wir nur noch mal auf ganz besondere Kombinationen achten. Das hört sich jetzt immer so ein bisschen an, als wenn diese Menschen alle mühsam und beladen sind und sozusagen von allen Seiten, diesen Eindruck möchte ich noch mal schwächen, sondern es geht nicht darum bei Diversitätsarbeit, dass wir sozusagen alle mühsamen und beladenen einsammeln und jetzt ganz viel Unterstützungsprogramme machen, sondern, und deshalb wechsle ich jetzt nochmal die Seite oder die Perspektive, es geht eigentlich darum, unsere Vorstellungen zu verändern in unseren Köpfen. Also das, was du schon zum Beispiel gesagt hast, Unternehmen in der Nähe suchen. Da würden vielleicht viele erstmal gleich drauf kommen, weil sie sagen, wieso, das attraktive Unternehmen ist dort doll in der anderen Stadt. Das ist ja schon die erste Perspektivänderung. Und wir haben heute schon über Bias gesprochen, also über die Dinge, die wir in uns haben, die Stereotypen, aber über die wir uns überhaupt nicht bewusst sind. War heute Morgen in der Keynote, dass, wenn wir an WissenschaftlerInnen denken, wen zeichnen wir und so weiter. Und deshalb komme ich nochmal auch zu den Unternehmen. Es geht ja auch um die Menschen, die schon im Unternehmen sind. Wir hatten jetzt über die gesprochen, die ihr braucht in den nächsten Jahren, die umkämpft sind, aber ihr habt ja auch eine Belegschaft. Und da geht es ja auch darum, wie binde ich die? Die Konkurrenz ist scharf, also es gibt vielleicht ein besseres Angebot nebenan. Und jetzt nochmal bezogen auf unser Thema jetzt, soziale Herkunft. Was ist mit den Menschen, die schon bei euch sind? Ich fange mal mit dir vielleicht an, Silke. Was macht ihr an Programm, an Bindung? An Bindung, also Roche ist einfach ein ziemlich attraktives Unternehmen, was sozusagen die Zugehörigkeit und die Kultur angeht, aber auch was die Weiterbildungsmöglichkeiten und das Vorankommen anbelangt. Zu den Weiterbildungsmöglichkeiten würde ich gerne erwähnen, dass die Philosophie schon sehr besonders ist. Mhm. Also wir sagen, where your passion, ist es Fashion oder irgendwie so, meets our purpose. Ja? Das heißt, wo man das übereinander bringt, was man selber an Entwicklung sich wünscht, mit dem Unternehmenszweck. Und da sind wahnsinnig viele Freiheitsgrade mit eingebaut. Und es herrscht die Philosophie Self-Authored Growth. Das heißt, es gibt ganz viele Lern- und Trainingsangebote, die nicht besonders teuer sind für die Kostenstelle der eigenen Führungskraft, wo man aber nur, sage ich mal, das Okay der Führungskraft braucht, dass man daran teilnimmt. Also die Verantwortung wird an den Mitarbeitenden übergeben und sagt, kümmere dich, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Und hier hast du alle Möglichkeiten. Das sind dann teilweise Sachen, wo Mitarbeitende für Mitarbeitende Dinge anbieten. Damit sparen wir wahnsinnig viel Geld, ne, weil wir natürlich keine sauteuren Trainerkosten haben. Und es gibt wirklich ein sehr extensives Angebot an allen möglichen internen Fortbildungsmöglichkeiten, was es sehr attraktiv macht, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Ja. Jetzt könnte ich noch lange weiterreden, ich unterbreche, weil ich eine Nachfrage habe. Wie ist das denn mit solchen Menschen, die aber noch gar nicht so von sich aus gelernt haben, dass ich meine Ziele setze, dass ich mich weiterentwickle? Weil das setzt ja auch eine gewisse Selbstbewusstsein voraus, ein gewisses Standing. Es gibt ja sehr unterschiedliche Grade in einem Unternehmen. Das hört sich gut an und das würde ich sofort wahrnehmen, aber vielleicht jemand in einer ganz anderen Tätigkeit, der das noch nie gelernt hat. Wie kommen die Menschen überhaupt raus? Wie werden sie dahin geführt? Ja, also auch schon in der Ausbildung gibt es ja die personalisierte Ausbildung, die bei Roche tatsächlich einzigartig ist, wo es Wahlmodule gibt, die man sich selber wählen kann. Ja. Und dann ist auch das Thema Coaching tatsächlich zugänglich, nicht nur für Senior-Leader-Leute, sondern dadurch, dass es da einen Pool an internen Coaches gibt, kann man dort sich selbst einen Coach suchen. Ja. Also es erfordert eine Eigenmotivation, ja. Aber ich glaube, die Kultur ist schon sehr so geprägt, dass man dazu eingeladen wird, sich weiterzuentwickeln und von der Führungskraft, die auch dazu angehalten wird, Visionary, Coach, Architect, ohne Witz jetzt, ja, zu sein, das selber in die Hand zu nehmen. Das ist einfach die Führungskultur. Ja. Und ich glaube, das zieht sich schon ganz realistisch durch. Ja, ich glaube, es gibt zwei große Chancen, dass die Chancen für MINT-Kräfte von morgen zunehmen. Und zwar hängt das mit der Unternehmenskultur zusammen und die wird ja geprägt von dem, was man vor Ort erlebt, was man für Wahrnehmung hat, was man für Erfahrungen hat. Und wir haben in den letzten 10 Jahren eine starke Veränderung der Zusammensetzung der Belegschaften im MINT-Bereich. Wir haben einen deutlich steigenden Anteil von in der Beschäftigtenstatistik Ausländern, von Personen mit Migrationshintergrund. Wir messen beispielsweise bei Patentanmeldungen über die Vornamen und können dann schauen, dass eindeutig nicht aus dem deutschen Sprachraum kommende Vornamen früher so 3% der Patentanmeldungen ausgemacht haben, heute 12%. Dass in Starnberg 26% der Ingenieure Ausländer sind. Das ist nur ein Teil der Personen mit Migrationshintergrund. Im Ilm-Kreis hier in Thüringen von 3%, glaube ich, auf fast 20% in den letzten Jahren der Anteil der ausländischen Ingenieure an allen Ingenieuren gestiegen ist. In diesen Unternehmen, die das dann betrifft, bei SAP hat über die Hälfte der Patentanmeldungen einen Erfinder mit ausländischem Vornamen, die in Deutschland leben. In solchen Unternehmen habe ich eine andere Belegschaft, da habe ich ein anderes Erleben, da nehme ich Potenziale anders wahr, da habe ich Erfahrungen mit verschiedenen Kulturen und anderen Themen und bin einfach viel offener. Und da fällt es einfacher, dann auch neue Fachkräfte zu gewinnen im Inland. Und natürlich auch einfacher über die Mitarbeiter und deren Netzwerke aus dem Ausland Fachkräfte zu gewinnen. Das heißt, der Großraum München, der sehr international aufgestellt ist, einzelne Hochschulstandorte sonst in Deutschland, die das auch sind, die haben natürlich dann den Vorteil, dass sie da diese Netzwerke haben und die Erfahrungen im Unternehmen haben und auch vielleicht für die Zuwandernden selbst ein anderes Gefühl, dass ich dann auch bleibe, weil ich mich vielleicht wohler fühle, wenn dort die Gesellschaft einfach offener ist und bunter ist. Ja, und also das muss uns auch noch bei den anderen Themen gelingen. Und da sind wir noch lange nicht gut. Ja? Also es ist nur, aber es ist besser geworden, weil das Bild ein anderes ist, gerade in den Unternehmen oder in den Regionen, wo wir schon so hohe Anteile haben. Wir haben aber auch immer noch Kreise, die sind bei 1% Ausländeranteile an den Ingenieuren, vielleicht von 0,2 auf 1%. Da gibt es jetzt 8 und nicht mehr 4 oder so im ganzen Landkreis. Nur auch als Bild, damit Sie das sich mal vorstellen können. Wir hatten 2012 indische Personen, die in Deutschland als Ingenieur oder Informatiker arbeiten. Die passten hier im Stadion in den Auswärtsfanblock. Und heute würden sie nicht mehr ins Stadion passen, insgesamt. Heute kommen in einem halben Jahr etwa der Auswärtsfanblock dazu. Und das heißt, das Leben wird bunter, zum Glück für uns als alternde Gesellschaft. Wir müssen das bloß noch viel stärker in die Breite tragen. Ja. Und dann haben wir auch eine Chance, für überall in Deutschland diese Chancen zu verbessern. Ich würde gerne ein Wort mit zu dir nehmen. Also es geht auch um Vorbilder, was du sagst. Also wenn ich auch genug andere sehe, dann fühle ich mich auch ermutigt, weil es sozusagen das Umfeld ausstimmt. Und ich bin nicht die einzige, wie wir heute Morgen gehört haben, die einzige Frau oder die einzige Person mit Migrationsgeschichte oder was auch immer, die einzige. Also diese Vorbildkultur, das würde ich gerne nochmal mit zu dir nehmen. Genau, ich wollte hier auch noch einen Punkt aufgreifen mit den Netzwerken. Ja. Also davon profitieren wir auch, wenn bei uns ist es Schwerpunkt IT im Unternehmen, wo wir den MINT-Kontakt haben. Da haben wir ungefähr weltweit 40 Berufe in IT, die man ausüben kann. 22.000 Menschen, die in IT, Tech, Data arbeiten, in Deutschland so 300. Also das ist unsere Branche und da bekommen wir viele Empfehlungen durch die Netzwerke aus Osteuropa, Indien, Pakistan in die Richtung. Das sind Role Models oder Vorbilder. Und was auch ganz spannend ist, ist in der internen Unternehmenskommunikation solche Lebensläufe, solche Personen zu beleuchten, die vielleicht irgendwie eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht haben und jetzt irgendwie ja im Health Management beispielsweise arbeiten. Also dass man einfach aufzeigt, okay, es gibt hier Menschen, die haben einen Quereinstieg gemacht oder sie sind von einem ganz anderen Thema heute da, wo sie sind und einfach auch hier aufzuzeigen, was möglich ist und entsprechend Bildungsangebote, also Stichwort Reskilling, Upskilling. Das heißt übersetzt Fort- und Weiterbildung. Genau. Okay. Anzubieten, sich weiterzuentwickeln und da bin ich auch nochmal beim Thema Führungskultur. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden besprechen, was sehe ich denn bei dir für Potenziale, wo liegen deine Stärken, wo kannst du dich weiterentwickeln, was interessiert dich vielleicht über den Tellerrand hinaus und auch da für Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens offen zu sein, das aktiv zu fördern. Das zeigt mir jetzt oder uns, finde ich, nochmal deutlich, dass Diversitätsarbeit nicht nur heißt, mit diesen unterschiedlichen Menschen umzugehen. Ich würde übrigens nicht Heterogenität nehmen, sondern Diversität. Aber es heißt, die andere Seite der Medaille ist, Diversitätsarbeit heißt auch dauernd uns zu befragen. Uns, jede von uns, mit unseren Vorstellungen von Entfernung, Agilität, Menschenbild. Also das ist ja das, was es so anstrengend macht. So wahnsinnig anstrengend manchmal, finde ich schon, weil so Selbstverständlichkeiten dauernd befragt werden müssen. Das nehme ich nochmal mit. Ich komme nochmal zu Joblinge und zwar eine Sache noch und dann würde ich nämlich gern öffnen für Ihre Fragen, damit Sie haben vielleicht Fragen und Bemerkungen, die würden wir gern ins Podium aufnehmen. Ich komme nochmal zu dieser Geschichte, wir sagen ja immer, und das fand ich im Vorgespräch so interessant auch mit Axel Plünnecke, ich habe dann auch so gesagt, naja, Klimawandel und Bekämpfung Klimawandel und gebäudeenergetische Sanierung, das ist doch toll, also die Berufe sind doch dafür wie geschaffen und dann sagtest du, naja, aber bestimmte Jugendliche, das sind nicht die Fridays for Future Marschierer, die haben einfach Klimawandel nicht top auf der Agenda, was ich jetzt gedacht habe, alle haben Klimawandel auf der Agenda, ganz oben und finden einen Job, um den Klimawandel zu bekämpfen, ganz toll. Zeigt wieder mein Bias, meine Vorstellung, was wichtig ist. Wie kriegt ihr die jungen Menschen nochmal, du hast gesagt, ausprobieren, aber was muss MINT vermitteln als Berufsbild, dass mehr Jugendliche, die nicht von vornherein an Klimawandel und so denken, Interesse finden. Wo sind da die Anknüpfungspunkte? Ich glaube genau bei diesen Anknüpfungspunkten, also sprich bei der Frage, wie sieht vielleicht deine Welt in 10, 15, 20 Jahren aus? Wodurch wird sie beeinflusst? Wie malst du dir die aus und welche Berufe führen dahin? Also was ein anderer Ansatz ist, als zu kommen, okay, das sind die Berufe jetzt, sondern wirklich, welche betreffen dich? Lass uns was gemeinsamer kreativ bauen, spinnen und dann weiter gucken, wie könnten dein Weg dahin in diese Welt auch aussehen. Einfach das so quasi jugendgerecht aufbereiten und versuchen da methodisch das so zu gestalten, dass es halt für den Jugendlichen gemacht ist, nicht für diesen Zweck dahinter, sondern wirklich zu gucken, wie könnte deine Rolle darin aussehen? Wo kann man sich ausprobieren? Vielleicht genau hinzugucken. Wie sind deine Stärken dabei? Was entwickelst du da auch für Interessen? Und daran weiter zu knüpfen, okay, und dann bildet sich so, man meistert so ein bisschen ein Berufsfeld raus, was vielleicht ganz gut für den oder diejenige passt. Ja. Also immer dieses Versuchen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich glaube, das ist auch, das macht es unheimlich anstrengend. Also es wäre leichter, davon sich hinzustellen, vor eine Gruppe von Jugendlichen und zu sagen, Klimawandel ist wichtig, die und die Berufe gibt es, jetzt bewerbt euch. Ja. Idealerweise wäre das so, ist aber nicht. Sondern diese Übersetzungsarbeit, wie kriege ich die gepackt bei ihren Interessen, seien es Big Data, was macht das mit deinen Daten? Komm, wir schauen uns mal dein Instagram-Profil an und ich kann dir erzählen, was für ein Mensch du bist, das ist ein Buff. Mhm. Dann hat der Jugendliche viel mehr über Datensicherheit und Datenschutz gelernt, als wenn ich ihm irgendwas erkläre. Mhm. Dass dieses Fühlen, das ist meine Welt, das hat was mit mir zu tun und ich darf hier auch sein und ich darf mich auch hier reindenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Perspektivwechsel, den man also aus meiner Sicht immer am Anfang, wenn die Diskussion beginnt, machen sollte, dass man immer klar macht, das hat das mit dir zu tun. Mhm. Und das musst du spüren auch. Das kann ich schwer erklären. Das, ins Machen kommt, macht Spaß. Vielleicht, um da kurz einzuhaken, wir haben ja auch Finanzbildungsworkshops, also BNP Paribas in Kooperation mit Joblingen. Und ein Kollege hat mir letzte Woche erzählt, wenn er so einen Finanzbildungsworkshop hält, also ganz nah am Alltag der jungen Menschen dran zu sein, erstmal zu erklären, was gibt es für Kontoarten und sie auf diese Art und Weise für Bank vielleicht zu begeistern. Er hat auch erzählt, dass dann alle wissen wollten, was ist eigentlich Krypto? Und er hat gesagt, er hat keine Ahnung, er kann es nicht erklären, aber es ist offensichtlich was sie umtreibt, was sie eigentlich spannend finden. Ich meine, da sind Sie ja jetzt als Vertreter und Vertreterin von außerschulischen Lernorten, das heißt ja so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Sie sagen wahrscheinlich, wir machen das alles schon, wir machen diese Anknüpfungspunkte, wir machen genau das, was Schule vielleicht nicht leisten kann. Deshalb nehme ich jetzt mal an diesem Punkt eine kurze Pause hier und würde Sie bitten, wenn Sie Fragen haben oder sagen, ich habe noch eine Nachfrage an Unternehmen oder ich habe ein Netzwerk, eine Initiative, das könnte ganz spannend sein, dann einfach kurz eine Hand, die Frau Bassim hat ein Mikro und kommt mit dem Mikro zu Ihnen. Haben wir eine Hand, haben wir eine Frage, eine Bemerkung, Ergänzung oder was haben wir noch nicht beachtet bei der Diskussion? Dann gerne jetzt. Sonst müssen Sie nachher schweigen, wenn Sie das jetzt nicht machen. Ja, daher gibt es eine Hand. Und wenn Sie kurz sagen mögen, wer Sie sind und woher Sie kommen, das Mikro ist auf dem Weg zu Ihnen. Ganz kleinen Moment. Einmal bitte das Mikro. Ist das Mikro an? Ja. Sonst geben wir eins von unseren. Dann geben wir eins von unseren. Genau, super nett, danke. Die funktionieren. Dankeschön. Danke. Das müsste jetzt gehen. Ja, schönen guten Tag, ich bin Tabea Dörfelt-Mattei. Ich komme hier aus Erfurt von der IAD GmbH. Wir sind ein mittelständischer Bildungsträger mit Schwerpunkt in der IT für Arbeitssuchende, die eine Umschulung oder eine Weiterbildung finanziert über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter machen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Akzent, den ich gerne noch mal reingeben möchte. Also wir haben heute schon sehr viel über Akademiker gesprochen, über Studium gesprochen, über große Konzerne gesprochen. Das Thema, was wir jeden Tag vor uns sitzen haben, ist, dass wir mit Leuten arbeiten, die in den Ausbildungsberuf gehen oder Quereinsteiger sind und die in mittelständische Unternehmen gehen. Und da stehen wir vor ganz anderen Hürden und Themen, als hier heute schon angesprochen wurden. Also ich habe großes Vertrauen in die Großunternehmen mit ihren großen Personalabteilungen, dass da schon ein großes Bewusstsein da ist und viel Arbeit reingesteckt wird. Aber wenn ich hier immer sehe, einerseits die kleinen Unternehmen sind träge. Es gibt auch viele Arbeitsplätze in den Behörden, die sind träge. Also wenn ich mir angucke, gerade in der IT, was hier in Thüringen an Stellen ausgeschrieben ist im öffentlichen Dienst, es geht gerade eine ganze Generation Systemadministratoren in den Behörden in Rente, da wird mir ein bisschen Angst, ob hier in 5 Jahren noch was verwaltet werden kann. Und da haben wir es mit strukturellen Problemen zu tun. Da ist eine IHK nicht in der Lage, eine Prüfung mal auf Englisch ablegen zu lassen. Die Behörden haben ihre Einstellungsvoraussetzungen. Ja. Das kommt nochmal auf diese ganzen weichen Kriterien, die Unternehmen sind träge, die haben Sorge, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der nicht so gut Deutsch kann, funktioniert das im Team, wie ist das kulturell, Eigentlich würde ich dem gern noch ein bisschen Deutschunterricht, während er den Job-Einstieg macht, gehen, finanziert das Arbeitsamt, kriegen wir da irgendwo was her, naja, muss man vielleicht ein bisschen hinbiegen. Also das ist eine ganz große Gemengelage, die aber sehr, sehr viele Leute betrifft. Mhm. Darf ich noch mal kurz zusammenfassen, nur nachfragen kurz. Also Sie sagen, das ist die Welt der Konzerne ist die eine, Sie sehen eine Trägheit und vielleicht auch mangelnde Ressourcen bei mittelständischen Unternehmen, Ängste auch. Kann das meine Belegschaft aufmischen? Ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen. Dann eine IHK, die vielleicht auch mal eine Schulung gebrauchen könnte, was Diversität angeht. Was heißt das überhaupt? Weil das ja die Interessensvertretung ist. Und dann natürlich auch noch, Sie haben den dritten Bereich angesprochen, öffentlicher Dienst, Behörde, Administration, auch da gehen bald ganz viele Menschen. Frau Baxter hat sofort gezuckt. Vielleicht sagt sie was dazu, aber sonst ja. Mache ich noch mal die. Aber habe ich richtig zusammengefasst? Ja, aber was ich auch gerne noch mal ergänzen möchte, ich würde, also zumindest was die IT betrifft, für die anderen Felder kann ich es nicht so sagen, aber wir dürfen, wenn wir an MINT denken, nicht nur an die Leute denken, die Informatik studieren. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Arbeitsplätze, auch sehr attraktive Arbeitsplätze auf Fachinformatiker-Ebene, auf Programmierer-Ebene, für die man das alles nicht braucht und wo es wirklich auch noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial gibt. Sind die denn unbekannt, diese Berufe? Ich frage jetzt trotzdem mal zwischendurch und auch nochmal Joblinge. Sind diese Berufe unbekannt? Nein, das ist Fachinformatiker für Systemintegration zum Beispiel, so ein klassischer Admin, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, so eine Standardschulung für Programmierung. Und was wäre Ihr Petitum, also zu sagen, da müssen wir stärker für diese Berufe auch werben? Also, oder sind die gut nachgefragt? Also ich stelle fest, ich bewege mich jetzt schon ein paar Jahren auch in diesem ganzen Thema, wie kriegen wir mehr Frauen in die MINT-Berufe? Und es wird immer gesprochen über Data-Analysten, Programmiererinnen, aber dieses ganze Berufsfeld, was ich sag mal, also ich habe den Eindruck, es wird viel auch so Führungsebene adressiert, aber es gibt noch ganz, ganz viel drunter. Ganz viele tolle Jobmöglichkeiten, die auch für Leute offen sind, die kein Studium wollen, keins gemacht haben aus den verschiedensten Gründen. Okay, danke. Du hast gezuckt. Genau. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es mich wundert, dass mittelständische Unternehmen da bequem sind, weil selbst wir als Großkonzern haben wirklich große Herausforderungen, unsere offenen Stellen zu besetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das im Mittelstand dann nochmal schwieriger ist. Also ich glaube, da in den nächsten Jahren müssen sich die Unternehmen bewegen und da auch auf dich oder auf euch zugehen und Möglichkeiten finden, weil aus wirtschaftlicher Notwendigkeit werden sie es ansonsten nicht überleben. Also mich wundert sehr diese bequeme Haltung. Joblinge gleich dazu nochmal. Das ist auch eine Erfahrung, die wir auch mit gerade mit den ausbildenden Unternehmen haben. Wir haben viele Mittelständler, auch viele Kleinunternehmen, die wirklich diese, sage ich mal so, diese ich würde mal sagen, einen längeren Begleitungsanspruch, zum Beispiel bei Jugendlichen, die eine Sprachhürde haben, der zum Beispiel das Potenzial und auch das Interesse für einen bestimmten Berufsbereich, nehmen wir den Fachinformatiker, hat, aber dann kommt sozusagen auch die Sache, okay, die Sprache reicht noch nicht quasi, um im Unternehmen dann beispielsweise auch die Serviceanfragen so entgegenzunehmen oder eine E-Mail runterzutippen, was für uns relativ leicht ist, was für jemanden schon eine sehr große Hürde sein kann. Diese Anforderungen gerade für Jugendliche aus diversen Familienhintergründen, sei es zugezogen, sei es zum Beispiel auch die alleinerziehende Mutter, die ein ganz anderes Zeitpensum hat, ein komplett anderes und auch einen ganz anderen Anspruch hat an Verfügbarkeit des Berufs, wo die Kita ist, dass da Mittelständler und auch kleine Unternehmen davon einfach, die brauchen auch da Unterstützung. Also sprich, eine Begleitung über die ganze Ausbildung hinweg, Ansprechpartner, wie komme ich an Sprachschulungen ran, wie kann ich das dann auch vielleicht den Jugendlichen freistellen, damit er auch die Zeit hat oder damit sie die Zeit hat, das zu machen. Und da ist ein sehr hoher, sage ich mal, Beratungsbedarf. Und ich weiß nicht, wir kennen es zumindest so, dass die Unternehmen dann gerne auf uns zurückkommen. Wir haben da extra auch Personal dafür, die dann vielleicht Vernetzung aufbauen. Aber ich glaube, diese Vernetzung ist unheimlich wichtig, damit wir diese Herausforderung, gerade, ich meine, das sind 70% der Ausbildungsstellen. Das ist nicht wenig. Ja. Die das ausmacht und dort einfach auch zu unterstützen. Und ich glaube, das ist halt auch langfristig in den Ausbildungsberufen oder auch bei der Ausbildung, dass wir flexibler sein müssen, was der oder diejenige mitbringt und für Themen vielleicht auch über diese Zeit hinweg noch bearbeiten möchte, muss, einfach weil wir mit einem Menschen zusammenarbeiten. Das ist dieses, ich sage immer gerne so, dass das frühe 20. Jahrhundert, wo es darum ging, an einen Band zu kommen und dort eine Stelle auszufüllen, das ist nicht mehr. nicht die Entwicklung auch. Genau. Und, aber was ich mitgenommen habe, also Netzwerke von Unternehmen, IHK ist ja eigentlich ein wichtiger Ansprechpartner, was ist mit denen los und gibt es schon andere Unternehmen, die das vielleicht gemacht haben, wo man sich austauschen kann. Manchmal muss man ja auch nicht das Rad neu erfinden, sondern sagen, wie macht ihr das denn und so. Kommt natürlich immer auf die regionalen Beschaffenheit an, aber das finde ich, danke nochmal, dass Sie darauf hinweisen. Ganz kurz und dann gibt es eine Dame da hinten in Rot. Ich kann dazu auch nochmal was sagen. Also das sind ja auch Bestrebungen, die von staatlicher Seite im Moment groß gemacht werden. Die Agentur für Arbeit bemüht sich immer. Wir haben jetzt auch noch ein paar Gesetze in der Pipeline, die das noch ausbauen sollen. Die Arbeitsagenturen gehen jetzt mit der sogenannten Weiterbildungsagentur in die Fläche, wo sie genau sowas aufbauen möchten. Aber das ist natürlich ressourcenmäßig alles. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt, ob sich was tut. Aber dass auch in den Umfragen bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen das Kriterium für Qualifizierung bei den Mitarbeitern ist in der Regel nicht, es ist zu teuer, sondern wir haben keine Ressourcen. Mhm. Okay, danke nochmal für die Ergänzung. Da gibt es eine Wortmeldung. Dankeschön. Mein Name ist Tanja Rühl, ich bin bei Plastics Europe, das ist der europäische Verband der Kunststofferzeuger und verantworte dort die Bildungsarbeit. Und ein Punkt, der mir auch heute Morgen schon aufgefallen ist, dass wir hier sehr, sehr stark über Ingenieurberufe sprechen oder über IT sprechen. Und mir fehlt sehr dieses N, nämlich die Naturwissenschaften. Mhm. Klar, also mein Bereich ist der Chemie zugeordnet und wir haben noch gar keinen Beitrag gehabt, der einfach in diesen Bereich mal eingreift oder die Seite von dort beleuchtet. Und die Chemieindustrie in Deutschland, denke ich, ist sehr, sehr wichtig in diesem MINT-Bereich. Mhm. Und das habe ich ganz stark hier vermisst, muss ich sagen. Das war einfach so eine Ergänzung. Ja, aber was gibt es da für andere Problemlagen als die, die wir besprochen haben? Mögen Sie uns kurz sagen? Nein, die Problemlagen ähneln sich, das muss man fairerweise sagen, die ähneln sich. Und trotzdem hätte ich es schön gefunden, wenn auch nochmal ein Vertreter der von dieser Branche einfach mit diskutiert hätte. Ja. Das so als Ergänzung einfach. Dieses N für Naturwissenschaften. Ob das Chemie ist, ob das Biologie ist, ist egal. Roche, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, wir haben Roche. Ich wollte es gerade ergänzen. Schön, dass Sie da sind. Und die Branche Chemie, Pharma hat noch ein Potenzial, vielleicht mehr, was sie besser erschließt als der Rest beim MINT, das sind die Frauen. Wir haben deutlich höhere Frauenanteile in den chemisch-biologisch-pharmazeutischen Berufen. Und auch unter den Patentanmeldungen haben wir beispielsweise 20% der Patenterfinderinnen oder Erfindenden sind Frauen im Chemie-Pharma-Bereich, während das in IT unter 5% sind. Das würde ich gerne nachfragen, gibt es dafür eine Begründung? Es geht ja immer um Image, um Bilder von Branchen, genau. Was gibt es da für eine Begründung? Jetzt nachgefragt, dass da mehr Frauen aktiv sind. Das die Studierendenanteile sind deutlich höher und Chemie, Biologie, das sind einfach auch Fächer in den Schulen, die viel stärker von jungen Mädchen auch wahrgenommen werden. Und das hat auch was mit dem direkt am Menschen zu tun, vielleicht auch mit dem. Ja, ist aber, glaube ich, wir gehen mal zurück zur Mathematik und das ist dieses Gefühl, also in der Chemie stimmt es nicht ganz, diese Idee, ich brauche nicht so viel Mathematik wie in Physik, in Mathematik, in Informatik, in Ingenieurwissenschaften, in Biologie aber ganz, ganz groß die Vorstellung, hier brauche ich ganz, ganz wenig Mathematik nur. Und ich glaube, da sind wir halt auch mit Erzählungen halt im Bildungssystem dann halt, naja, die Jungs können Mathematik und Jungs müssen auch Mathematik können und bei den Mädchen, das ist vielleicht so ein bisschen optional und so. Wir denken da ja immer massenweise in Ausreden, so ein bisschen. Wer hat eine Ausrede und muss dann halt sich nicht so anstrengen dabei. Und ich glaube, das ist da mit diesem Gender-Aspekt dann halt über die Mathematik und das Bild, wie viel Mathematik ist in welchem Studiengang drin. Das sind ja zwei Dinge ganz schlimm. Zum einen denken die Mädchen selber, dass sie schlechter sind in Mathematik, als sie es wirklich sind. Und die Eltern denken auch, dass ihre Söhne besser sind als ihre Töchter, selbst wenn sie gleich gut sind. Ja. Und dann muss natürlich das Bildungssystem viel stärker über ein gutes Feedback, über Berufs- und Studienorientierung, das wieder auffangen und dagegen arbeiten. Aber in den letzten Jahren durch Corona ist auch ein Stück, oder musste auch ein Stück Berufs- und Studienorientierung leiden. Ja. Deshalb ist es noch wichtiger, jetzt da wieder gegen zu arbeiten und wirklich gute Feedbacksysteme um den Mädchen klarzumachen, was sie wirklich können. Ja. Und das muss man noch doppelt so intensiv machen als bisher, glaube ich. Sind wir wieder beim Thema Bias, ne? Was Lehrkräfte eben auch natürlich, wie wir alle haben, und da viel mehr Schulungen auch anzubieten, Sensibilisierung anzubieten. Und Stichwort Corona, das haben wir jetzt außen vor gelassen, aber das ist ja klar, dass sich in Corona-Zeiten diese Benachteiligungsszenarien häufig noch multipliziert haben. Jetzt nur das eine Zugang zu einem elektronischen Endgerät, sage ich jetzt mal, also was da für uns vielleicht selbstverständlich ist und für andere Kinder, die sich über das Handy der Mutter die Hausaufgaben da angeschaut haben. Also das wissen Sie sicherlich auch. Letzte Frage, weil ich würde gerne, nee, erstmal Frage, es gibt noch eine Wortmeldung, Entschuldigung, genau, es gibt noch zwei. Einmal der Herr mit der Brille und die Dame mit dem, wie sagt man dazu, Stirnband, wollte ich sagen. Ja, der Herr mit der Brille hat sich vor das Mikro gesichert, darum gehe ich jetzt mal vor. Ich saß vorhin da vorne, als es hieß, dort sitzt die Kita-Fraktion. Ich bin die Kita-Fraktion, ich bin Michael Fritz von der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Wir machen MINT-Bildung in Kita, Hort und Grundschule. Und möchte nochmal diese Stelle im Bildungssystem ganz stark machen. Was wir jetzt gesprochen haben, sind zweimal Einstellungen. Das eine ist die Einstellung zu MINT, zu Naturwissenschaft, Technik, zu Mathematik, Informatik. Einstellungen und Haltungen entwickeln wir Menschen in sehr, sehr frühen Jahren. Genau. Die entwickeln wir in den ersten 6 bis 10 Lebensjahren und die sind sehr stabil. Die lassen sich anschließend sehr schwer verändern. Also je mehr wir in die frühe Bildungszeit investieren, um Einstellungen und Haltungen zu entwickeln und zu fördern, desto weniger müssen wir hinterher reparieren. Das möchte ich mit dem zweiten Thema ergänzen. Es gibt die Kompetenz der Selbststeuerungsfähigkeit, ist heute schon mehrfach genannt worden, die Fähigkeit, also sich ein Ziel zu setzen, an dem Ziel dran zu bleiben, es aufrechtzuerhalten, auch wenn man Schwierigkeiten hat, sich eine unterstützende Umgebung zu holen, die einem hilft, dieses Ziel zu erreichen, Frustrationen zu verarbeiten etc. pp. Exekutive Funktionen. Es gibt wunderschöne Studien, die zwei Dinge zeigen. Erstens, exekutive Funktionen, also diese Fähigkeit, sich selbst zu steuern, erwerben Kinder sehr früh. In den ersten 2 Bildungseinrichtungen, Kita und Grundschule. Kinder, die sie da schaffen, ich nehme jetzt mal das Positivbeispiel, die früh diese Selbststeuerungsfähigkeit entwickeln, die haben als Erwachsene eine höhere Chance auf einen Berufsabschluss, also einen Ausbildungsabschluss, auf einen guten Beruf, auf hohes Einkommen, sind häufiger in sozial positiven Gemeinschaften länger verheiratet und gehen häufiger zur Vorsorgeuntersuchung, ist so, sind einfach statistische Daten und sterben später gesünder. Also das sind unsere Mitarbeiter. Wir alle hier in diesem Raum, wir haben das Glück, dass wir frühzeitig die Möglichkeit erhalten haben, diese Selbststeuerungsfähigkeit zu entwickeln. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Aber das sind recht harte Daten, die das belegen. Nein, das mit der Ehe, das können wir nochmal, da können wir noch mal diskutieren. Aber genau, bei vielen anderen, ob wir das hier alle haben, wollte ich sagen. Letzter Punkt und damit wieder zum Punkt zurück. Das sind Fähigkeiten, Haltungen, Einstellungen, die ganz früh entwickelt werden. Je früher wir daran arbeiten, je mehr wir in die frühe Bildung investieren, desto weniger Probleme haben wir hinterher und desto mehr Erfolg haben wir. Das war der perfekte PR-Block. Kommen Sie in eine andere Richtung, weil hier gibt es noch eine weitere. Vielen Dank, aber ich glaube, ich könnte dazu noch mal kurz eine Sache sagen und so ein bisschen dieses, da haben wir auch in politischen Debatten ist da manchmal was schief, weil dann sagen die, okay, wenn wir halt ganz viel in die frühkindliche Bildung stecken, dann starten die Kinder doch alle auf einem Niveau und dann haben wir gar kein Problem mehr, dann haben wir doch dadurch Chancengerechtigkeit alle erreicht. Da müssen wir natürlich gemeinschaftlich, da nickst du schon, das finde ich super, sagen, nee, dass beim Eierlaufen kann das Ei nicht nur am Start gleich runterfallen, sondern auch auf jeder Strecke des weiteren Weges und es ist ein Eierlaufen. Genau. Also wir fangen jetzt nicht mit Bourdieu und so an, aber da gibt es ja noch ein paar andere Rahmenbedingungen. Bitte, die Wortmeldung und dann würden wir langsam Schluss machen. Ja, super. Hallo, Jacqueline Biaffe von der Siemens Stiftung. Und ich glaube, meine Frage passt so ein bisschen zu dem Eierlauf. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie man halt in den Beruf einsteigen kann. Aber was mich auch interessieren würde, was für Möglichkeiten oder Mechanismen es gibt, dann auch aufzusteigen. Weil ich denke, bei Diversität ist natürlich immer sehr wichtig, dass man den Einstieg findet. Aber ich glaube, wir reden ja auch viel über Inklusion und Equity, also dass man auch einen Platz am Tisch hat und halt auch mitsprechen kann und dann halt dadurch auch die Kultur verändern kann. Deswegen wäre meine Frage, was es da für Mechanismen gibt, um halt auch zu ermöglichen, dass die Personen dann, die halt anders sind, auch aufsteigen können und dann wirklich auch die Kultur mitgestalten können. Vielen Dank. Ja. Das machen wir als Abschlussfrage, wenn vorstellen, denn das ist ganz wichtig, das haben wir auch noch gar nicht so explizit gesagt. Es gibt ja auch Studien, dass die soziale Herkunft den ganzen Lebensweg weiter bestimmt. Nicht nur die Studien- oder Berufswahl, sondern auch, wie verhandle ich Aufstieg, Gehalt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde jetzt den beiden Unternehmensvertreterinnen nämlich dann das Schlusswort geben, wenn ihr alle einverstanden seid, denn dann sind wir auf dem Punkt fertig. Bitte. Also, wie funktioniert Entwicklung im Unternehmen, so dass es möglichst diese Ungleichheiten ausgleicht, nicht die Biases zum Tragen kommen, sondern tatsächlich nach Leistung funktioniert. Und der erste Schritt ist erstmal, dass die Entscheiderinnen und Entscheider verstehen, dass es tatsächlich Biases gibt und dass es keine Meritokratie, also diese absolute Leistungsgerechtigkeit. Das ist erstmal die Voraussetzung, dass man sich das klar macht. Ja? Und dann müssen wir eben versuchen, mit Daten zu zeigen, ob es bei uns gut läuft oder ob es schlecht läuft. Das heißt, wir analysieren auf allen Stufen, wie sieht es mit Männlein, Weiblein aus, wie sieht es mit Alter aus, was haben wir sonst noch für Merkmale, die wir messen können, wie sind die Performance-Ratings, wie ist die Dazugehörigkeit, ne? Wie lange bleibt man auf einem Job und dann mit, wir sagen immer, lead with data and follow with passion. Ja? Und dann tatsächlich mit Nachdruck versuchen, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Ja? Und Biases ausschalten, sich andere Perspektiven einholen, sich vorher überlegen, was sind die Kriterien, nach denen ich evaluiere, nicht nach dem letzten Monat beurteilen, das ganze Jahr im Blick haben. Das gibt es diesen ganzen bunten Strauß an Dingen, die wir prägen, aber die Welt ist nicht perfekt. Ne? Und wir wissen, es gibt Affinity Bias, Minimi-Effekte, all das. Aber der Anfang ist schon mal gemacht, wenn man versteht, dass es so ist, ja? Und da selbst reflektiert dran geht. Als Daueraufgabe, oder? Für jede Führungskraft. Das so, gibt es noch einen Aspekt oder ist das so? Nein, das war gut. Das stimme ich jetzt einfach, weil die Zeit fortgeschritten ist. Eine Sache möchte ich sagen, über die haben wir heute noch nicht gesprochen. Ich mache nochmal den Appell. Heute ist Equal Pay Day. Darüber haben wir noch nicht geredet, aber das passt, glaube ich, wenn wir gleich in eine kurze Pause gehen. Heute ist der Tag, wo bewusst gemacht wird, dass, nicht Equal Pay, Equal Care Day, Entschuldigung, Pay ist nächste Woche, Equal Care Day, sorry, das ist alles, heute ist der Tag, der ist normalerweise am 29. Februar extra von den InitiatorInnen, weil es unsichtbar ist. Die Care-Arbeit, die viele Menschen leisten, ist unsichtbar und heute ist der Aktionstag bundesweit, wo diese Care-Arbeit sichtbar gemacht wird. Das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir heute besprochen haben. Durch Care-Arbeit, wer wird durch Care-Arbeit gebunden, wie wird Care-Arbeit bewertet, was passiert mit Karriereverläufen, wenn wir das auch beachten. Also es war nochmal ein Appell von mir, schaut bitte alle nachher mal Equal Care Day ist ein Thema, was wir heute nicht mitverhandeln konnten, aber was meiner Meinung nach dazugehört. Ich bedanke mich. Ich fand es zwar ein munteres Gespräch, wir haben es natürlich nicht gelöst, aber wir haben zumindest ein paar Punkte genannt und wir hoffen, dass ihr alle nochmal schaut, was ist eigentlich ein Bias und was habe ich für Bias und auf Entdeckungsreise geht. Ist nervig, aber lohnt sich. Vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Care Work, um das direkt mal aufzugreifen, braucht aus psychologischer Sicht in meinen Augen auch Self-Care. Ja. Und das wünsche ich dir jetzt gerade auch. Ne? So ein kurzer Versprecher zeigt immer dafür, oh, der Kaffeetank ist leer, der Zuckertank ist leer. Wir machen jetzt gleich eine kurze Pause. Und dann geht es bei uns vor Ort noch ein bisschen mit Exkursionen und Workshops weiter. Übrigens, apropos Care, auch in den Workshop-Räumen gibt es Getränke. Davon ausgenommen sind alle Menschen, die im Livestream sind. Ihr könnt euch jetzt selbst verpflegen. Vielen Dank fürs Zuschauen heute und wir können uns morgen schon wiedersehen. Ab 9:20 Uhr geht es hier weiter mit der Keynote von Karim Ferraidoni. Sicherlich auch sehr spannend, also bitte gerne wieder einschalten. Alle anderen sehen das morgen natürlich live vor Ort. Und damit erstmal Tschüss an die Bildschirme.